Hi Freunde, ich weiß, es ist ein bisschen spät, um das zu sagen, aber Ramadan Mubarak. Kann man das überhaupt lesen? Wie auch immer, wenn ihr Ramadan nicht kennt, das ist ein besonderer Monat für die Muslime und ihr werdet sowieso gleich mehr darüber erfahren. Bleibt dran, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis gleich! Also erstmal, was ist Ramadan überhaupt? Ihr müsst wissen, wir Muslime haben einen besonderen Kalender. Wir alle kennen diesen Kalender mit 12 Monaten, den typischen Wochentagen und dem anderen Krimskrams. Nun, im Islam gibt es auch so einen Kalender, auch mit 12 Monaten. Der entscheidende Unterschied ist aber, es ist ein Mondkalender. Ja, und was ist jetzt so ein Mondkalender? Ein Jahr ist vorbei, wenn die Erde die Sonne einmal ganz umrundet hat. Leider hat der Mond deswegen keine große Kontrolle über das Jahr. Beim Mondkalender ist es aber anders da. Das Jahr richtet sich nach dem Mond und nicht nach der Sonne. Im Mondkalender gilt ein Monat als die Zeitspanne zwischen zwei Neumonden. Nun aber zurück zu Ramadan. Wenn wir uns den Mondkalender genauer ansehen, sehen wir, ein Monat heißt Ramadan. Damit ist die Frage aber immer noch nicht geklärt. Ramadan ist ein Monat, an dem Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken dürfen. Klingt erstmal brutal, aber es hat seinen Zweck. An Ramadan soll man sich auf das Wesentliche konzentrieren, also auf sein Leben und seine Religion. Außerdem ist Ramadan dazu da, um zu sehen, wie es den armen Leuten geht, denn die haben nichts zum Essen oder Trinken. Da das Jahr im Mondkalender 11 Tage kürzer ist als im Sonnenkalender, verschiebt sich Ramadan immer. Manchmal ist Ramadan im Frühling und manchmal im Herbst. Ist dann halt nur unpraktisch, wenn Ramadan auf den Sommer fällt und du im heißen Sommer nichts essen und trinken kannst. Eine Studie hat bewiesen, Ramadan ist gesund. Es gibt eine Liste mit Ergebnissen aus der Studie. Fasten mobilisiert die im Fettgewebe des menschlichen Körpers gespeicherte Energie. Fasten führt zu signifikantem Gewichtsverlust, vermindertem Bauchumfang und verringerten Cholesterin- und Blutfettwerten. Weiterhin normalisiert das Fasten den Blutdruck der Fastenden und verbessert Diabetesparameter wie Blutzucker und HbA1c. Folglich wurden viele Faktoren verbessert, die zur Herz-Kreislauf-Gesundheit beitragen. Und das waren nur ein paar Dinge. Meine Meinung. Ich faste ja auch. Und ich persönlich finde es ganz schön, wenn man dann am Fastenbrechen am Ende des Tages mit seiner Familie am Tisch sitzt und das Essen genießen kann. Mehr oder weniger. So, das war's für heute, Freunde. Zerstört den Abo-Button, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.